Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Hallo und guten Abend. Christine Otto hat später die sportlichen Nachrichten für uns. Das Ende einer Ära. Guten Abend. Und wir starten in die Sendung mit einer Entscheidung, die weitreichende Konsequenzen haben dürfte. Urteil mit immensen finanziellen und politischen Folgen. Der Ampelkoalition fehlen auf einen Schlag 60 Milliarden Euro für die Energiewende. Kämpfe in Gaza-Stadt, auch rund um das größte Krankenhaus. Dort suchen Tausende Schutz. Die Armee meldet, sie habe unter der Klinik Waffen der Hamas entdeckt. Und aus für Urs Fischer. Nach 14 Spielen ohne Sieg ist der Schweizer nicht mehr Trainer bei Union Berlin. Deutschlands höchstes Gericht hat heute entschieden, wo Schuldenbremse draufsteht, muss auch Schuldenbremse drin sein. Konkret kippt Karlsruhe den Nachtragshaushalt 2021. Für die Ampel ist es politisch und juristisch ein Debakel mit noch unabsehbaren Folgen. Immerhin fehlt ihnen jetzt diese gigantische Summe, 60 Milliarden Euro. Eigentlich Corona-Geld, dann aber verschoben in den Klima- und Transformationsfonds. Bevor wir auf die Berliner Reaktionen und die Folgen für die Ampel schauen, erklärt uns Samuel Kirsch die Entscheidung. Der Umweltbonus für den Kauf von E-Autos. Es sind staatliche Förderprojekte wie dieses, die aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Finanziert teilweise durch Schulden. 60 Milliarden Euro des Fonds waren einst Corona-Notlagenkredite. Bewilligt 2021, während der Pandemie. Die Schuldenbremse damals ausnahmsweise ausgesetzt. Diese Notlagenkredite durfte die Ampelregierung nicht nachträglich in den Klimafonds umschichten, urteilt heute das Bundesverfassungsgericht. Der zweite Senat hat, wie Sie eben gehört haben, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021, insbesondere wegen Verstoßes gegen die Ausnahmeregelung zur sogenannten Schuldenbremse, für nichtig erklärt. Denn Ausnahmekredite für Krisen müssen auch zur Krisenbekämpfung eingesetzt werden. Notschulden in die Folgejahre mitzunehmen, ohne sie auf die Schuldenbremse anzurechnen, das war verfassungswidrig. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro. Ein Urteil mit immensen Folgen, das klarmacht, Haushaltsdisziplin ist keine politische Option, sondern Verfassungsgebot. Wir wollen das auch juristisch einordnen mit unserer ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke ist bei mir im Studio. Guten Abend, Sarah. Was bedeutet dieses Grundsatzurteil für politisches Handeln über den Tag hinaus? Durch dieses glasklare Grundsatzurteil ist die Politik ab sofort und auch für die Zukunft gezwungen, haushaltspolitisch diszipliniert zu handeln. Denn die Richterinnen und Richter haben ganz deutlich gesagt, halt, stopp, so geht's nicht. Schuldenbremse heißt Schuldenbremse und von der Schuldenbremse gibt's genau eine Ausnahme. Das heißt, in Notsituationen, in Krisensituationen darf ausnahmsweise zusätzlich der Staat verschulden, aber eben nur, um durch diese Krise zu kommen. Was nicht geht, ist das, was die Ampel gemacht hat, nämlich Geld, das in der Krise ungenutzt blieb, beiseite zu stellen und sich dann nach und nach, während die Schuldenbremse schon wieder scharf gestellt ist, daraus bedienen. Das geht nicht. Das ist die klare juristische Vorgabe aus Karlsruhe. Und was bedeutet das jetzt im juristischen Sinne für den Moment? Das bedeutet ganz praktisch, auch da gibt es eine klare juristische Vorgabe aus Karlsruhe, die 60 Milliarden Euro müssen genauso wieder zurückgegeben werden. Das heißt, das Geld, das schon ausgegeben wurde, muss irgendwie aufgetan werden und zurück in den Topf. Und das Geld, was eingeplant wurde, kann nicht mehr ausgegeben werden. Das heißt, die Vorgabe aus Karlsruhe ist auch da ganz klar. Offen ist nur, wie die Politik nun das Geld findet. Sarah, vielen Dank für deine Einordnung. Da warten also noch große Aufgaben. Und es ist ein Urteil mit Folgen, die noch nicht ganz abzusehen sind. Die Bundesregierung, die verhängte als erste Reaktion einen Ausgabestopp für den Klimafonds. Durch das gewaltige Finanzloch entstehen jetzt enorme Herausforderungen, vor allem, wie die Energiewende finanziert werden kann. Über die Berliner Reaktionen auf das wegweisende Urteil jetzt Frank Buchwald. Sorgenvolle Gesichter heute im Kabinett. Die Entscheidung der Karlsruher Richter für die Ampel, ein Schlag ins Kontor. Der Kanzler jedoch gibt sich entschlossen, auch wenn ihm 60 Milliarden jetzt erstmal fehlen. Das Urteil wird Auswirkungen haben auf den Klima- und Transformationsfonds. Deshalb werden wir den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds im Lichte des Urteils nun zügig überarbeiten.
Der Finanzminister reagiert mit einer Haushaltssperre. Alle Ausgaben für den Klimafonds erstmal gestrichen. Die Bundesregierung respektiert dieses Urteil. Es schafft Klarheit zur Schuldenbremse. Das Urteil hat allerdings potenziell weitgehende Auswirkungen auf die Staatspraxis und die Haushaltspolitik von Bund und allen Ländern. Viele ehrgeizige Vorhaben der Ampel liegen nun auf Eis. Ausgenommen sind nur bereits zugesagte Mittel, etwa für Gebäudesanierung. Die Zukunft zahlloser anderer, meist grüner Prestigeprojekte, zumindest ungewiss. Ich nenne ein paar Beispiele. Die Übernahme der EEG-Umlage und damit die Senkung der Stromkosten für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, von normalen Bürgerinnen und Bürgern bis zum über den deutschen Mittelstand, bis zur Industrie. Die Förderung von E-Mobilität inklusive der Ladesäuleninfrastruktur. Die Union, die in Karlsruhe geklagt hatte, sieht sich bestätigt. Der Oppositionsführer sehr zufrieden. Die Bundesregierung muss jetzt das erste Mal in ihrer Amtszeit etwas tun, was sie bis jetzt sorgfältig vermieden hat. Sie muss mit dem Geld auskommen, das im Bundeshaushalt vereinnahmt wird. Woher diese Einnahmen jedoch kommen sollen, weiß bisher noch niemand so genau. Die Beamten im Finanzministerium werden jedenfalls viele Überstunden machen müssen. Zur politischen Betrachtung gehen wir nach Berlin ins Hauptstadtstudio zu Diana Zimmermann. Diana, eine klare Ansage aus Karlsruhe und ein riesiges Finanzloch für die Ampel. Wie geht die Regierung jetzt damit um? Der Kanzler und der Finanzminister gaben sich heute betont gelassen, obwohl die Härte des Urteils für sie schlimmer ist, als sie erwartet haben. Der Wirtschaftsminister sah doch sehr angeschlagen aus. Aus dem Klima- und Transformationsfonds sollten viele grüne Projekte finanziert werden. Er muss nun völlig neu aufgestellt werden. Für die Zukunft gibt es für die Ampel nur folgende Optionen: entweder weniger Geld ausgeben, mehr einnehmen, also Steuern erhöhen, oder eben die Schuldenbremse aussetzen. Dafür aber bräuchte die Ampel eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, also die Unterstützung der Union. Und die hat heute noch mal sehr deutlich Nein dazu gesagt. Diana, zuletzt gab es enorme Fliehkräfte und Streitereien in der Bundesregierung. Was bedeutet das Urteil jetzt für die Ampelzukunft? Ja, also dieses Urteil ist wirklich eine Zerreißprobe für die Ampel, die ja tatsächlich schon sehr lange heftig und bitter darüber streitet, wofür sie Geld ausgeben will. Dass einer der Koalitionäre hinschmeißt, ist dennoch unwahrscheinlich. Denn wenn man sich die Umfragewerte der Parteien anschaut, so sind Neuwahlen für keine der Ampelparteien besonders verlockend. Ihre Chancen darauf, die Gunst der Wähler in den nächsten 2 Jahren wieder zurückzugewinnen, allerdings sind mit dem heutigen Urteil auch noch mal drastisch gesunken. Denn vieles, was die Regierung gestalten wollte, ist nun einfach nicht mehr möglich, weil das Geld fehlt. Danke für die Analyse nach Berlin, Diana Zimmermann. Schauen wir jetzt in den Nahen Osten. Nach tagelangen Kämpfen mit der Hamas hat die israelische Armee jetzt das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen gestürmt. Es handelt sich um die größte Klinik in der Region. Sie befindet sich in der Stadt Gaza. Die israelische Armee, die geht davon aus, dass die Hamas das Gebäude als Kommandozentrale nutzt, wie diese Animation des israelischen Geheimdienstes zeigen soll. Und mehr dazu erfahren wir jetzt von Stefan Schlösser. Im Inneren des Al-Shifa-Krankenhauses, vor dem Eindringen der israelischen Soldaten vergangene Nacht. Die andauernden Kämpfe haben den Betrieb fast unmöglich gemacht. In der Dunkelheit betreten dann die Truppen das Gebäude. Bilder davon gibt es noch nicht. Telefonisch beschreibt ein Arzt diesen Moment. Alle waren wirklich verängstigt. Die Situation war wirklich schwierig. Sie haben die Krankenhausverwaltung angerufen und gesagt, dass sie in ein Gebäude nach dem anderen reingehen und alles im Krankenhaus überprüfen werden. Sie haben uns also vorher informiert. Die Armee veröffentlichte Aufnahmen, die zeigen sollen, wie Soldaten dringend benötigte Brutkästen, Babynahrung und weiteren medizinischen Bedarf ins Krankenhaus bringen. Direkte Kämpfe mit der Hamas habe es im Krankenhaus nicht gegeben, so ein Armeesprecher. Zu den Einsatzkräften gehören auch Ärzteteams und Arabisch-Übersetzer, die ein spezielles Training absolviert haben, um für diesen sensiblen Einsatz vorbereitet zu sein. Mit der Absicht, dass den Zivilisten, die von der Hamas als Schutzschilde genutzt werden, kein Schaden zugefügt wird. Während die Armee das Shifa-Krankenhaus weiter absucht, gibt es auch immer wieder Angriffe im Süden von Gaza. Nach einem Schlag aus der Luft bleiben am Boden nur Trümmer zurück. Wer sagt, dass es hier sicher ist? Seht, was hier passiert. Das war ein Wohnhaus, das zerstört wurde. Unser Heim wurde auch zerstört. Und diese Geschäfte, alles ist zerstört.
Ein weiterer Tag der Zerstörung bringt. Es ist der 40. dieses Krieges. Und wir sprechen noch einmal mit Michael Beverunge in Tel Aviv dazu. Israels Militär, Michael, ist ins größte Krankenhaus in Gaza eingedrungen, auf der Suche nach der Hamas-Kommandozentrale. Wie ist der aktuelle Stand? Also die letzte, allerdings unbestätigte Meldung besagt, dass die israelischen Soldaten inzwischen wieder abgezogen sind, offenbar nachdem sie das Krankenhaus gründlich durchkämmt haben. Für die Armee war das ja ein schwieriger Balanceakt. Einerseits die vermuteten Kämpfer unter dem Krankenhaus bekämpfen, auf der anderen Seite die Zivilisten, die Flüchtlinge, die Patienten, die Ärzte über der Basis zu schützen nach dem Kriegsvölkerrecht. Ein sehr schwieriges Unterfangen. Und der Armee ist es zwar offenbar gelungen, aber es war eben nicht ganz klar, ob es gelingen würde. Im Moment ist auch unklar, was unterhalb des Krankenhauses passiert ist, ob es tatsächlich eine Basis der Hamas dort gegeben hat, ob es gibt. Es spricht vieles dafür. Wenn das so wäre, wäre das übrigens auch ein klares Kriegsverbrechen nach dem internationalen Kriegsvölkerrecht. Die Armee hat gesagt, sie will sehr, sehr vorsichtig in dem Krankenhaus vorgehen. Und ein Armeesprecher hat gesagt, es werde im Laufe des Tages nochmal Beweise vorgelegt werden, dass sich tatsächlich das Hauptquartier der Hamas unter dem Schifa-Krankenhaus befindet. Auf meine Nachfrage kurz vor der Sendung gab es noch keine Bestätigung, nur dass es tatsächlich so sein soll, dass diese Beweise noch vorgelegt werden. Vielen Dank, Michael Beverunge nach Tel Aviv. Und alles zum Israel-Hamas-Krieg, aber auch zu allen anderen relevanten Themen finden Sie jederzeit auf der ZDF heute. Ziemlich einfach, aber auch unter Aktuelles bei WhatsApp. Scannen Sie dafür einfach den angezeigten QR-Code oder abonnieren Sie uns direkt bei WhatsApp selbst. Dann haben Sie alles Wichtige vom Tag kurz und kompakt mit den Updates jeweils morgens und abends. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind binnen weniger Stunden wieder mehr als 1.300 Bootsflüchtlinge angekommen. Sie stammen laut Behörden vorwiegend aus Syrien, Ägypten, Pakistan und Bangladesch. Seit Anfang des Jahres erreichten mindestens 146.000 Migranten Italien über den Seeweg. Wie Europa mit diesen Menschen umgeht und ihre Zahl möglichst begrenzt, darüber streitet die EU ja weiterhin. Ein Vorschlag wurde dabei zuletzt immer häufiger gemacht. Man könne doch außerhalb Europas über ihre Asylanträge entscheiden. So wie Großbritannien das eigentlich geplant hatte. Illegale Migranten wollte London ins ostafrikanische Ruanda ausfliegen. Das aber hat der oberste britische Gerichtshof heute für gesetzeswidrig erklärt. Aus London dazu Hilke Petersen. Stoppt die Boote. Das ist der politische Slogan für den britischen Plan, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben. Jetzt stoppten die Richter die Regierung. Die Beschwerde des Innenministeriums wird abgewiesen. Etwa 27.000 kamen bisher in diesem Jahr über den Ärmelkanal in Booten. Einen Asylantrag dürften sie nur in Ruanda stellen, würde der Plan der Regierung aufgehen. Doch die Richter befürchten, dass von dort Menschen in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden und ihnen Misshandlung drohen könnte. Solche Fälle berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk. Gut möglich, dass sich Großbritannien jetzt von internationalen Flüchtlingskonventionen lossagt, um doch noch abschieben zu können. Premierminister Sunak bekräftigt das nach der Niederlage vor Gericht. Ich habe dem Parlament gesagt, dass wir Gesetze ändern und internationale Verpflichtungen neu betrachten werden, um Hindernisse zu beseitigen. Ich werde keinem ausländischen Gericht erlauben, solche Abschiebeflüge zu stoppen. Der Kampf um das Ruanda-Modell dürfte weitergehen. Wir werden gegen alle Bemühungen vorgehen, die Europäische Flüchtlingskonvention zu verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu wirklich eine Befugnis gäbe. Sunak hat Ruandas Präsidenten Kagame heute bereits angerufen. Man wolle festhalten an der Asylpartnerschaft mit einem Drittland. Auch für Deutschland dürfte das Urteil interessant sein, seit die Regierung prüfen will, ob in Ländern außerhalb Europas Asylverfahren denkbar wären. Die britischen Richter sehen dafür grundsätzlich die Möglichkeit. Es müsse sich aber um einen erwiesenermaßen sicheren Staat handeln. Zurück nach Deutschland. Im vergangenen April hatte ein sogenannter Reichsbürger bei der geplanten Durchsuchung seines Hauses minutenlang auf Polizeibeamte geschossen und einen von ihnen dabei schwer verletzt.
Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte den Mann jetzt wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen zu 14 Jahren und 6 Monaten Haft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Der 55-Jährige hatte in seinem Haus in Boxberg in Baden-Württemberg ein umfangreiches Waffenarsenal gehortet. Weniger als jeder fünfte Zug im Fernverkehr und massive Einschränkungen im Regionalverkehr. So wird sich laut Bahn der Streik der Lokführergewerkschaft GDL von heute 22 Uhr bis morgen 18 Uhr auswirken. Und was da auf Bahnreisende alles zukommt, berichten jetzt Stefanie Hein und Nils Schneider. Der Streik ist recht kurzfristig angesetzt. Die Kundinnen und Kunden der Bahn müssen sich arrangieren. Ich halte nichts davon und bin froh oder hoffe, dass ich von Berlin nach Mannheim komme heute Abend. Ich habe total viel Verständnis für die Anliegen, aber man ist dann natürlich trotzdem selbst ein bisschen verhindert im Alltag. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall versuchen, mit mehr Puffer zu planen. Ein Unding nennt die Bahn den Streik und warnt umfänglich. Wir rechnen damit, dass weniger als 20% der Intercity- und ICE-Züge fahren. Im Regionalverkehr wird es ebenfalls massive Einschränkungen geben. Erfahrungsgemäß gibt es dabei regionale Unterschiede. Wir rechnen auch damit, dass in einzelnen Regionen gar keine Züge mehr fahren können. Wichtig für Fahrgäste, ein Notfahrplan ist online zu finden. Tickets für Mittwoch oder Donnerstag sind auch später gültig. Bei Zugausfall wird der volle Fahrpreis erstattet. Insgesamt rät die Bahn, Fahrten, wenn möglich, zu verschieben. Sie will im Notfahrplan längere Züge einsetzen, kann aber nicht garantieren, dass jede und jeder, der fahren muss, auch mitkommt. Die Gewerkschaft der Lokführer rechtfertigt den Streik. Die Arbeitgeberseite hat ein Angebot gemacht, das war sehr provozierend. Und sie hat klar und deutlich gemacht, sie wollen nicht über die Wochenarbeitszeit verhandeln. Und ein Warnstreik, der Verhandlungen begleitet, ist nun mal erstens nichts Neues und zweitens auch nichts Unbilliges. Die Bahn hat für morgen geplante Gespräche mit der Lokführergewerkschaft abgesagt. Verhandeln und gleichzeitig streiken, das passe nicht. Wie es jetzt weitergeht, noch völlig unklar. Bei uns ist es klar, bei uns geht es mit dem Sport weiter. Und Christine, und es gibt die inzwischen dritte Trainerentlassung in dieser noch relativ jungen Bundesliga-Saison. Das ist aber schon ein ganz besonderer Abschied. Die Mechanismen des Profifußballs haben nun doch auch die Altersfürsterei erreicht. Nach 14 Pflichtspielen ohne Sieg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga trennen sich Union Berlin und Trainer Urs Fischer nach innigen gut 5 Jahren. Die Liebe der Union-Fans für Urs Fischer mag noch so groß sein. Gegen eine Niederlagenserie gigantischen Ausmaßes kam sie einfach nicht mehr an. Mochte der Behauptungswille des beliebten Schweizers nach der letzten Heimpleite gegen Frankfurt durch die Fans auch noch mal gestärkt worden sein. Wenn man eine solche Unterstützung genießt, logisch, ist man ja auch bereit, dafür zu kämpfen. Als aber am Sonntag in Leverkusen die 9. Bundesliga-Pleite nacheinander folgte, wurde die Trennung unvermeidlich. Absolut einvernehmlich, versichert heute sein Präsident. Wir hatten vereinbart, dass er den Zeitpunkt festlegt und ich danach entscheide. Und somit ist es eine gemeinsame Entscheidung geworden. Fischer hatte Union 2019 in die Bundesliga geführt. Urs Fischer, der Vater des Erfolgs. Danach ging es immer nur aufwärts bis hoch in die Champions League. Nun aber der fast unerklärliche Absturz. Nach Fischer soll nun U19-Trainer Grote die Wende schaffen. Erfolgreicher Einstand für die Frauen von Eintracht Frankfurt in die Champions League. Erstes Vorrundenspiel, gleich ein Sieg, 2:1 beim schwedischen Meister FC Rosengård. Kapitänin Tanja Pavolek sorgt für den ersten Glücksmoment in Frankfurts Champions League-Historie. Ihr 1:0 nach 24 Minuten ebnet der Eintracht den Weg zum gelungenen Debüt in der Königsklasse. Trotz eher durchschnittlicher Leistung. Es ist ihr 8. Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage, in dem Barbara Dunst in der 84. Minute das 2:0 gelingt. Nach Resultatskosmetik der Schwedinnen durch Show genießen die Hessinnen im Stadion Malmö-Idrottsplatz einen glanzarmen Arbeitssieg. Sieg ist Sieg, Hauptsache gewonnen, oder? Hauptsache gewonnen, genau. Danke, Christine. So, zum Schluss noch eine Geschichte, die besonders die Fans der Royals begeistern dürfte. König Charles ist jetzt auch auf kanadischen Dollarmünzen zu bewundern. Anlass für die Präsentation, sein 75. Geburtstag. 350 Künstler hatten Designvorschläge beim britischen Königshaus eingereicht und einer hat es dann wohl gemacht. So, von kanadischen Dollars zum möglichen Euro-Gewinn. Hier sind nämlich die Lottozahlen und die lauten 8, 13, 14,
22, 25, 29. Die Superzahl lautet 1. Weitere Gewinnzahlen und Infos auf lotto.zdf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Neuer Regen ist angesagt und auch ein neuer Sturm. Mehr dazu gleich von Özden Terli. Ich empfehle Ihnen noch gerne das Heute-Journal ab 21.45 Uhr mit Christian Sievers. So viel von uns. Für Sie noch einen entspannten Abend. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ein Sturm zieht auf und wird uns morgen Abend erreichen. Sie sehen es hier, kommt von Frankreich rüber und erwischt hauptsächlich die Südhälfte Deutschlands. Und bereits in den Vormittagsstunden beginnt es im Südwesten zu regnen und das Ganze verlagert sich allmählich nach Osten. In der kommenden Nacht regnet es im Osten bereits und das Ganze verlagert sich nordostwärts und zieht langsam raus im Südwesten. Da wird es allmählich trockener bei tiefsten Temperaturen von 0 Grad am Alpenrand, sonst bei 3 bis 7 Grad durchweg einstellige Temperaturen. Ja, und morgen im Nordosten Schauer und etwas Regen, was sich allmählich verabschiedet. Dazwischen lockert es auf, mal kommt die Sonne hervor, aber im Südwesten kommt hier auch Regen auf im Tagesverlauf und verlagert sich ostwärts. Und der Sturm, der zieht dann zum Abend auf bei 5 bis 12 Grad. Und so sieht das dann mit dem Sturm aus. Von Südwesten her kommt er auf und verlagert sich ostwärts. Das ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die nächsten Tage, am Freitag zieht der Sturm raus bei 3 bis 9 Grad. Samstag relativ trocken. Schönen Abend.